Die DHV-News vom 30. Juni 2023. Bundestag handelt. Medizin und Drug-Checking. Rote Kifferfraktion RKF verübt Briefanschlag. Mit freundlicher Unterstützung von Hawaii Medical und Drehhandel. Herzlich willkommen bei den DHV News. Zwei Vorbemerkungen, zwei Videotipps. Nachdem wir ja hier eine Woche frei hatten im DHV-Kanal, weil ständig irgendwelche Veranstaltungen waren. Ich war auf zwei Messen und auf einem Vortrag in Nordhorn in der Grafschaft Bad Bentheim, von der ich vorher noch nie was gehört habe. Davon gibt es ein Video und von der Mary Jane-Runde Politiker. Ja, also ich mache ja jedes Jahr meine traditionelle Politiker-Diskussionsrunde mit den drogenpolitischen Sprechern der hanffreundlichen Parteien im Bundestag. Und es war wieder soweit auf der Mary Jane am letzten Freitag. Und das Video ist jetzt online, könnt ihr euch angucken. Das ist auch so ein bisschen Geschichte. Live einmal im Jahr kann man skippen, wie das Ganze irgendwie vorwärts geht. Könnt ihr euch diesjährig wieder angucken. Und das Nordhorn-Ding ist auch mittlerweile auf YouTube. Schicke ich euch auch in die Videobeschreibung hier. Könnt ihr euch nochmal angucken, was ich da vor 200 konservativen Landbevölkerungsmenschen und Drogenberatern und Polizisten und Kommunalpolitikern erzählt habe. Habe ich nochmal ganz von vorne angefangen, warum ist überhaupt Legalisierung sinnvoll und so weiter. Nochmal ein bisschen oldschool sozusagen. Könnt ihr euch auch angucken. Link in der Videobeschreibung. So, jetzt die Nachrichten. Es gibt gute und schlechte Nachrichten. Eine von den schlechten ist ein Beschluss der Innenministerkonferenz. Das ist ein Gremium, wo die Landesinnenminister zusammenkommen. Die sind zur Hälfte SPDler, zur Hälfte CDUler und die haben alle zusammen beschlossen, dass man doch noch ein bisschen warten sollte mit der Legalisierung und noch einen Studienauftrag geben sollte, um die internationalen Auswirkungen der Pläne, die die Bundesregierung jetzt hat, erstmal zu betrachten und herauszufinden. Ja. Und in dem Zusammenhang wird auch wieder von diesem Märchen von den schrecklichen holländischen Verhältnissen geredet, ja, dass durch die Coffeeshops wahnsinnig viele Kriminelle aufpoppen in den Niederlanden, was halt totaler Blödsinn ist, ja, aber irgendwie erfolgreich gesetzt worden ist, besonders von Polizeigewerkschaften, aber mittlerweile glauben das irgendwie alle, obwohl ja, null Evidenz dahinter steckt. Ja. Und jetzt sogar die Innenministerkonferenz mit sämtlichen SPD-Innenministerstimmen mit dabei, die alle sagen, ja nee, lass mal lieber noch warten mit dem ganzen Gesetz da, mit den Anbauclubs und der Inkriminalisierung, weil wir könnten ja holländische Verhältnisse kriegen, ja. Ich könnte kotzen, aber zum Glück ist das Ganze nicht bindend. Die Innenministerin muss dieser Aufforderung nicht nachkommen und wird sie wohl auch nicht. Insofern bleibt das eine kleine Randnotiz in der Geschichte, zeigt aber andererseits auch, wie groß die Widerstände nach wie vor sind, selbst für Säule 1, dass man da vorwärts kommt und kann man nur hoffen, dass letztendlich auch solche Widerstände überwunden werden können, auch innerhalb der SPD. Eine gute Nachricht jetzt wieder zur Abwechslung ist, dass der Bundestag handlungsfähig ist. Ja, man kann es ja kaum noch glauben, irgendwie, dass wirklich mal drogenpolitisch irgendwas beschlossen wird im Bundestag, was irgendwie in die richtige Richtung zeigt. Aber tatsächlich, das ist passiert letzte Woche und zwar relativ flott und unerwartet. Zum Thema Medizin und zum Thema Drug-Checking sind jetzt Dinge eingestellt worden, die in die richtige Richtung zeigen. Bei Medizin ist es eher ein bisschen kleinere Reform sozusagen und betrifft einerseits die Zeitspanne, in der sich die Krankenkassen entscheiden müssen, bis zu der, ob jetzt Konsumenten, Patienten ihre Medizin bezahlt bekommen oder nicht. Deutliche Verkürzungen müssen also relativ schnell entscheiden. Und es ist wohl die Möglichkeit eröffnet worden, für bestimmte Fachärzte ohne Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen Cannabis als Medizin zu verschreiben. Das könnte eine größere Sache werden, aber darüber soll der gemeinsame Bundesausschuss noch beraten und entscheiden. Und ja, was dabei rauskommt, werden wir sehen. Schmerzärzte zum Beispiel, die dafür speziell geschult sind, wären wahrscheinlich in erster Reihe die da in Frage kommen dafür, weil das ja doch relativ anerkannt ist und wäre zumindest auf jeden Fall schon mal in dem Bereich ein großer Fortschritt, wenn die ohne das ganze Gedöns irgendwie mit den Anträgen bei den Krankenkassen einfach so Cannabis als Schmerzmittel verschreiben könnten. Beim Thema Drug-Checking können wir aber wirklich von einer richtig großen Entscheidung reden, die da gefallen ist. Da geht es zwar auch nur in Anführungszeichen um Modellprojekte, aber in der Zahl nicht begrenzt und bundesweit theoretisch jedenfalls möglich.
Es ist das Betäubungsmittelgesetz dafür geändert worden. Es ist auch nicht zustimmungspflichtig. Der Bundestag hat in dritter Lesung entschieden, die Beteiligung des Bundesrates kommt zwar noch, aber eben kein Vetorecht letztendlich. Der Bundestag hat letztendlich also endgültig beschlossen. Die können auch ein bisschen mosern im Bundesrat, aber die ganze Sache nicht verhindern. Auch vielleicht, weil letztendlich, so wie ich das lese, die Bundesländer sich freiwillig beteiligen können an der ganzen Geschichte. Und da gibt es auch jetzt schon Reaktionen. Also das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat mal nachgefragt. Berlin macht ja schon Drug-Checking, Thüringen auch, zumindest ansatzweise. Hessen und Baden-Württemberg haben jetzt noch sich zusätzlich gemeldet und gesagt, sie wollen auf jeden Fall da auch mitmachen und checken jetzt schon die Möglichkeiten. Was übrigens da auch ein richtiger zusätzlicher Fortschritt ist, den wohl die MDBs noch reinverhandelt haben, kurzfristig in die ganze Sache, die Bundestagsabgeordneten, dass auch in Drogenkonsumräumen Drug-Checking möglich sein soll. Das war wohl ursprünglich nicht geplant und es stand sogar vorher explizit im Gesetz drin, dass die kein Drug-Checking anbieten dürfen. Das wurde gestrichen und stattdessen genau das Gegenteil geschrieben, dass das eben möglich ist. Und da ist natürlich viel Potenzial drin, weil Drogenkonsumräume natürlich von niedrigschwelligen Drogenhilfeeinrichtungen betrieben werden, die Bock haben auf Drug-Checking und die es sinnvoll finden, weil es sinnvoll ist. Und da kann man sich so schon vorstellen, dass die alle jetzt irgendwie in Startlöchern stehen und überlegen, wie sie es jetzt finanziert kriegen zum Beispiel, ne, und welches Labor dann die Analysen macht. Also da ist ein Riesenfortschritt zu erwarten jetzt, auch wenn einige Länder eben auch nicht mitspielen wollen. Auch da gibt es Reaktionen. Brandenburg, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen haben sich wohl dagegen entschieden und da sind durchaus auch ein paar sehr fragwürdige Länder dabei. Ja, Niedersachsen zum Beispiel, die eigentlich in der Reformfront fest verankert sein sollten mit Rot-Grün, die haben ja auch als einzige im Koalitionsvertrag drinstehen gehabt, dass sie vorzeitig schon entkriminalisieren wollen mit den Möglichkeiten, die Landesregierungen haben. Aber letztendlich hat dann die zuständige SPD-Ministerin da gar nicht gehandelt und auch ganz klar gesagt, will sie nicht machen. Ja, also auch da schon ein Fail irgendwie und jetzt beim Drug-Checking-Fail. Irgendwas stimmt da nicht in Niedersachsen, aber auch bei den anderen genannten Bundesländern, teilweise mit grüner Regierungsbeteiligung. Und da kommt dann halt ganz spontan sofort, Drug-Checking machen wir nicht. Da sind die Grünen auch gefragt, da nochmal ein bisschen gegenzusteuern. Ja, wie kann ja wohl nicht wahr sein, dass dann die CDU das mal eben so abblocken kann irgendwie und die Grünen da nicht mitreden. Die anderen 7 Bundesländer haben sich dazu noch nicht geäußert, inklusive Bayern interessanterweise, ja, obwohl die ja eigentlich mündlich, ja, oder twitterisch schon gesagt haben, dass Drug-Checking eine ganz fürchterliche Idee ist und die Welt untergeht in Bayern, wenn man da Drug-Checking macht, aber die haben jetzt dem RND noch keine Absage erteilt. Also große Sache, was Drug-Checking angeht. Und da sind wir beim nächsten Thema sehr aktuell tatsächlich dabei. Es gibt Tote im Zusammenhang mit Ecstasy, was jetzt nicht so häufig vorkommt, weil im Grunde MDMA, der klassische Ecstasy-Wirkstoff, einigermaßen verträglich ist. Ja, der ist also jetzt nicht zwingend schädlich, wenn man den in der richtigen Dosierung einnimmt. Und wenn man aber viel zu viel davon auf einmal einnimmt, ist es eben doch gefährlich. Das ist jetzt mal wieder passiert und tragischerweise bei einer 13-Jährigen in Brandenburg mit der Pille Blue Punisher, die wohl dramatisch überdosiert war. Und das zeigt eben einmal mehr, wie wichtig Drug-Checking ist. Zeigt aber auch auf, wie Drug-Checking an Grenzen stößt, weil diese Pille Blue Punisher in zig verschiedenen Varianten auf dem Markt ist. Und das Berliner Drug-Checking-Projekt ist ja schon eine Weile jetzt zugange, ein paar Wochen, ja, also relativ kurz eigentlich. Aber bei den Ergebnissen, bei den Warnungen des Berliner Drug-Checking-Projektes taucht die Pille Berliner Blue Punisher gleich mehrfach auf als überdosiert. Und zwar in unterschiedlichen Dosierungen. Ja? Also man kann da nicht davon ausgehen, wenn eine Pille das gleiche Logo hat und die gleiche Farbe, dass dann auch immer gleich viel drin ist, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, man muss trotzdem vorsichtig bleiben. Es kann trotzdem sein, dass die eine verträglich ist und die andere total überdosiert. Und es ist auch kein reines Blue Punisher-Problem, das zeigt auch das Berliner Projekt, weil etliche andere Pillen auch da dargestellt werden mit einer erheblichen Überdosis zum Teil oder eben mit viel zu viel Wirkstoff drin. Also aufpassen ist auf jeden Fall angesagt und Drug-Checking zeigt zumindest diese Probleme auf, zeigt zumindest Beispiele für Pillen auf, die zum Teil deutlich überdosiert sind, wo man besonders vorsichtig sein sollte.
Aber wie gesagt, ganz grundsätzlich kann man sich auch darauf nicht verlassen. Es kann immer wieder sein, dass das unterschiedliche Dosierungen sind. Und noch ein interessanter Aspekt in dem Zusammenhang, wo man auch ein bisschen mit den Ohren Schlag hat, die GdP, die Gewerkschaft der Polizei, hat tatsächlich, wie es aussieht, einen ernsthaften Paradigmenwechsel hinter sich. Vielleicht haben die auf Blinert gehört. Auf jeden Fall seit der Neuwahl des Vorstandes haben die erstens ihren Widerstand zur Legalisierung von Cannabis aufgegeben. Das hatte ich hier schon vor einer ganzen Weile zum entsprechenden Zeitpunkt berichtet. Die sagen einfach, das ist eine politische Entscheidung. Wir als Polizei haben da jetzt nicht groß mitzureden. Wir machen das, wie die Politik das will und begleiten eben nur den Prozess konstruktiv in dem Sinne, dass es aus Sicht der Polizeiarbeit auch sinnvoll und praktikabel umsetzbar ist. Und eben jetzt zum Thema Drug-Checking haben die sich auch wieder zu Wort gemeldet und gesagt, also nachdem die Gesetzesänderung jetzt stattgefunden hat, soll man das doch möglichst weitgehend und möglichst schnell überall etablieren, weil es eben den Drogenmarkt aufklärt und aufhält und gleichzeitig ein bisschen zumindest zur Prävention beiträgt und Überdosierungen in manchen Fällen verhindern kann. Und ja, auch zur Beratung der Leute beiträgt, die dann da ankommen und ihre Drogen testen lassen wollen. Alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 174.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Einfach online anmelden unter handverband.de. Schluss mit Krimi, Cannabis normal. Jetzt wieder eine schlechte Nachricht, ja, es geht immer hier hin und her. Und zwar geht es tatsächlich um Kifferterrorismus. Ja, also es wurde jetzt lange auch darüber diskutiert, ob nicht die Klimabewegung sich radikalisiert und irgendwann zu Terrorakten irgendwie neigen wird. Da ist die Front aber noch relativ ruhig, abgesehen von den Straßenklebern, ja, wo jetzt doch die Fachleute sich einig sind, das ist nicht unter Terrorismus einzuordnen und die tendieren auch nicht zu einer krassen Radikalisierung. Aber die Kiffer werden zu Terroristen und zwar im Zusammenhang mit einer Umfrage der Stadt Frankfurt. Die hat jetzt ja im Zusammenhang mit der ganzen Legalisierungsdiskussion vor 2-3 Monaten eine Umfrage bei den Bürgern, eine repräsentative große Umfrage gestartet, hat 10.000 Bürger angeschrieben mit diversen Fragen, wie sie zur Legalisierung stehen, aber auch welche Präventionsangebote sie annehmen würden, damit die Stadt sich optimal vorbereiten kann, entsprechende Angebote erarbeiten kann und ausbauen kann und so weiter im Rahmen der Legalisierung, dann eben auch umso bessere Cannabisprävention zu machen, eigentlich lobenswert. Ob die Fragen alle sinnvoll sind, kann ich allerdings nicht entscheiden oder beurteilen, weil ich den Fragebogen selber noch nicht gesehen habe. Es gab aber auf jeden Fall offensichtlich Leute, die damit nicht einverstanden waren und dann einen Briefanschlag auf diese Umfrage gemacht haben, ja, indem sie eine dieser Umfrageblätter in die Hand bekommen haben, dieser Briefbögen, die manipuliert haben und massenhaft eingeschickt haben, 500 Stück wohl manipuliert haben, um eben diese ganze Umfrage im Sinne der Kifferei positiv zu beeinflussen. Und es gibt sogar ein Bekennervideo dazu. Davon zeigen wir euch da einen kleinen Ausschnitt. Wir, die Rote Kifferfraktion, haben im Januar diesen Jahres Zugriff auf eine Umfrage des Drogenreferates bekommen. Wir haben uns die Fragen durchgelesen und mussten erstmal gehörig einen durchziehen. Dann kam uns die Idee, 500 Stück zu kopieren und kostenneutral einzuschicken, um diese Studie nach unserem Gusto zu beeinflussen. Das haben wir getan. Terrorismus funktioniert! Wir sind die Rote Kifferfraktion und wir werden kiffen, bis der Arzt kommt. Ja, so viel dazu. Nun ist glücklicherweise das doch möglich gewesen, diese gefälschten Briefbögen auszusortieren. Da waren irgendwie ganz bisschen Schattierungen bei irgendwelchen grauen Hinterlegungen der Fragen irgendwie etwas anders und es fehlte irgendwo ein Strich im Logo der Stadt Frankfurt, was da auf den Briefbögen normalerweise drauf sein sollte, sodass eben das Umfrageinstitut oder ja in dem Fall das Hamburger ISD der Meinung ist, dass sie die alles aussortieren konnten, dass weiterhin die Befragung repräsentativ ist und die Stadt Frankfurt will demnächst nochmal diese bereinigten Umfragewerte vorstellen und dann sind wir auch wieder dran am Thema und erzählen mal, was genau jetzt da eigentlich bei rausgekommen ist bei dieser Umfrage, die zum Glück durch diesen Terrorakt nicht letztendlich verfälscht werden konnte. Noch eine, ich finde, schlechte Nachricht, ja, manche fanden es auch eine gute Nachricht. Luxemburg hat tatsächlich das geschafft, vor der Sommerpause noch einen Beschluss im Parlament zu fällen bezüglich Cannabis-Entkriminalisierung.
Und viele haben dann wieder darauf hingewiesen, erstens, die sind viel schneller als Deutschland, ja, die haben es geschafft, Deutschland nicht, mehr. Tatsächlich sind sie früher, nicht schneller. Ja, das ist mein erster Punkt. Luxemburg hat ja 2018 schon im Koalitionsvertrag die Legalisierung drinstehen gehabt. Jetzt haben sie eine sehr, sehr stark abgespeckte Version erstmal im Sinne von Entkriminalisierung verabschiedet. Nach 5 Jahren fast, ne, nach diesem Beschluss. Und wenn man das als Maßstab ansetzen würde, dann hätte die Ampel noch eine Menge Zeit, eben auch diese 5 Jahre abzuwarten, ja, noch eine Wahl zwischendurch und so weiter. Also diesen Zeitplan würde ich jetzt nicht unbedingt übernehmen wollen, aber auch den Beschluss nicht. Es ist zwar tatsächlich so, dass 4 Cannabispflanzen jetzt wohl legal angebaut werden dürfen und auch eben zu Hause in eigenen 4 Wänden konsumiert werden darf, aber in der Öffentlichkeit bleibt der Konsum grundsätzlich verboten, auch da, wo Zigaretten geraucht werden dürfen. Und die Strafen für den Besitz geringer Mengen in der Öffentlichkeit sind wirklich ein Witz. Die haben bis zu 3 Gramm, die man in der Öffentlichkeit in der Hosentasche hat, die Geldstrafe auf 25 bis 500 Euro reduziert. Also die war vorher noch höher. Ja? Also man zahlt immer noch mit 3 Gramm in der Tasche oder 2 oder 1 Gramm in der Tasche in Luxemburg immer eine Strafe. Und zwar bis zu 500 Euro. Und da kann ja wohl von Entkriminalisierung kaum die Rede sein. Und erst recht, wenn man sich anguckt, was über 3 Gramm passiert. Ja, habe ich 3,1 Gramm in der Tasche, dann droht mir ein Strafverfahren mit bis zu 6 Monaten Haft oder mit bis zu 2.500 Euro Geldstrafe. Da jetzt irgendwie wirklich vom positiven Beschluss zu sprechen, der nachahmenswert in irgendeiner Weise wäre, kann ich wirklich so nicht nachvollziehen, auch wenn der Eigenanbau zu Hause da jetzt legal ist. Das ist natürlich ein Fortschritt auf dem Gebiet. Auch wenn ich gleichzeitig mit Gefängnisstrafe für 3,1 Gramm nach wie vor drohe als Staat, dann ist das nur ein schlechter Witz. Ja. Und dann würde ich persönlich jedenfalls sagen, hätten sie doch vielleicht noch mal ein paar Monate darüber diskutiert, ja, und dann da auch eine vernünftige Regelung gefunden. Aber das kann man natürlich so oder so sehen. Ja. Man kann auch sagen, okay, dann grow ich zu Hause, konsumiere zu Hause, ich muss nicht damit rumlaufen und damit ist die Welt für mich in Ordnung. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das gut findet, so einen Beschluss oder nicht. Ich persönlich finde es irrsinnig. Und noch eine schlechte Nachricht. Auch Kolumbien war ein heißer Kandidat, uns zu überholen, war mit uns in Konkurrenz auf Platz 3 zu kommen des Staates, der Cannabis legalisiert, nach Uruguay und Kanada. Und sie haben es nicht geschafft. Es waren sehr viele Abstimmungen in diversen Gremien dafür notwendig. Ich glaube insgesamt 8 oder 9 und 7 oder 8 sind tatsächlich zustande gekommen. Die sind mit Volldampf Richtung Legalisierung unterwegs gewesen. Jetzt war die letzte Abstimmung, die in die Hose gegangen ist. Sie haben es nicht geschafft, Cannabis zu legalisieren. Obwohl eine Mehrheit wohl sogar da war, aber die brauchen 60% dafür, Mehrheit, weil da irgendwie eine Verfassungsänderung mit zu tun hat. Keine Ahnung, wieso das irgendwie mit Verfassung in Kolumbien zu tun hat, aber ist wohl so. Ja, however, auf jeden Fall ist das Ganze gescheitert. Nicht für immer, da wurde auch schon angekündigt, dass das Ganze nächstes Jahr wieder von vorne losgehen soll und nicht neu beantragt werden soll und so. Aber ja, auch Kolumbien hat es wie Deutschland nicht geregelt gekriegt, den Plan zu erfüllen, Cannabis zu legalisieren. Womit wir jetzt beim Guerilla-Growing schon wieder wären, ich habe ja vor kurzem erst erzählt, dass in Thüringen, in Erfurt, da 1000 Pflanzen irgendwo mitten in der Stadt aufgeschlagen sind, die dann akribisch von der Polizei irgendwie ausgegraben wurden. Und jetzt gab es eine ähnliche Aktion in Hamburg-Ottensen. Da gab es Pflanzenkübel von der Stadt, die da schön aufgestellt wurden und, weiß ich nicht, mit ein bisschen wildem Grünzeug drin. Und die haben dann so ein Schild da dran gehängt und gesagt, liebe Ottenserinnen und Ottenser, wir suchen Patinnen und Paten, die sich um uns kümmern. Steht da irgendwie drauf auf dem Zettel, ja, und die sollten also jetzt munter da drin rumgrowen in diesen Kästen da und die Stadt verschönern. Und das haben die Ottenser auch gemacht und haben dann aber Hanf da reingesetzt, ne, was natürlich strafbar ist, also nicht nachmachen. Nochmal, ich kann es nicht oft genug wiederholen, das ist verboten, aber berichten darf ich natürlich darüber. Die Ottenser haben diese Kübel genutzt, um da Gras anzubauen. Und die Hamburger Mopo hat davon auch schicke Bilder gemacht, ja, die ich aus rechtlichen Gründen hier nicht einfach zeigen kann. Aber ihr findet den Link zu diesem Artikel in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch die Bilder mal angucken, auch von diesem Schild an diese lieben Ottenserer. Und die wussten sogar auch von dem Vorfall in Thüringen, haben darüber auch kurz nebenbei berichtet.
Also ist denen auch klar gewesen, hier ist eine Guerilla-Growing-Aktion wieder im Gange, die irgendwie bundesweiten Charakter hat, ja, vom Norden bis in den Osten auf jeden Fall. Mal sehen, ob diese Saison noch mehr davon aufschlägt, aber ihr solltet das nicht tun, wie gesagt, verboten. Womit wir beim Ortsgruppenfunk wären, ihr habt es also bald geschafft. Ja, wir haben ein schönes Bild von unseren Helfern auf der Mary Jane Messe. Da waren jede Menge Ortsgruppenleute dabei und man sieht richtig die gute Laune da raustriefen. Da hat Spaß gemacht den Leuten offensichtlich. War auch tierisch viel los auf der Mary Jane übrigens. Und wir haben auch etliche Vorträge. Ich glaube, da kommen auch noch mehr Videos, ne, von der Mary Jane. Nicht nur meins, was ich ja gerade schon gesagt habe am Anfang, sondern wir haben auch noch andere DHVler im Programm gehabt. Aber davon erzähle ich dann mehr, wenn die Videos online sind. Dann haben wir ein Video von einem Infostand in Mannheim, was ich auch wirklich sehenswert finde. Guckt da mal kurz rein. Und dann haben wir noch ein kleines Video von der Rede unseres Ortsgruppensprechers in München, Clemens. Der war nämlich bei der No-Pack-Demo, also gegen das Polizeiaufgabengesetz in Bayern, nachdem ohne richterliche Zustimmung Leute in Haft genommen werden können, Kommunikation abgehört werden kann und so weiter. Also Bayern Richtung Polizeistaat mag die Ortsgruppe nicht, hat sich da also mitbeteiligt und solidarisiert. Ihr findet dazu mehr in einem auf einer Homepage, die ich verlinkt habe in der Videobeschreibung, wenn euch das interessiert, könnt ihr nochmal gucken. Aber wir zeigen euch hier erstmal einen kleinen Ausschnitt aus der Rede von Clemens. Legalized! Aufklärung statt Strafandrohung ist der Weg, den wir als Gesellschaft einschlagen sollten, um zu einem sichereren Umgang mit Genussmitteln zu kommen. Aufklärung braucht Austausch und Austausch braucht geschützte Räume, ohne Massenüberwachung, ohne Staatstrojaner. So, und jetzt habe ich nur noch die 5 Termine, die da wären. In Würzburg, Ortsgruppe, Let's Talk About Hanf, Freitag, 30. Juni, also heute 19 Uhr, vielleicht klappt das noch. Heidelberg, Montag, 3. Juli, Teamsitzung des Hanfverbands Rhein-Neckar, 19 Uhr. Halle Saale trifft sich die Ortsgruppe am Mittwoch, 5. Juli. München trifft sich die Gruppe online am Donnerstag, 13. Juli. Und in Steinheim ganz was anderes, nichts Ortsgruppe, aber wir haben da einen Infostand. Beim Reggae im Hanffeld, ja, da ist Mucke in einem Hanffeld, ganz in der Nähe von der Firma Hanfzeit übrigens, die da immer mitorganisieren. Das ist bestimmt nett, Reggae im Hanffeld und der DHV ist auch dabei. Viel Spaß, wer da hingeht, kann ich nur sagen. Und mir wünschen zum Schluss der Sendung, dass ihr dieses Video liked, den Kanal abonniert, die Glocke drückt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.